So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Möchte Infinite. bloß wissen, wieso man sich hier entsperrt. Oh ja, hier ist abgesperrt. Ah, da können wir nicht rein. Scheiße, okay, müssen wir umkehren. Unser Ziel ist es, zum Monument Tower zu kommen. Ja, hier ist echt geschlossen. Gibt es hier einen Seitenweg? Muss ich irgendwas ab... Ah! Hui! Einmal hochfliegen und... Swoop! Okay, Moment, die SFX... Ja, wir haben ein bisschen an der Lautstärkerunde herumgespielt. So, weil das Schießen war mir zu laut. Na gut, jetzt hört man die Fußstapfen halt kaum. Oh. Oder das sieht nicht cool aus. Ah, ein Moment. So soll es eigentlich passen. Okay. Ach, Kohle. Kohle ist immer gut. Oh, wir haben schon 1000. 1000 Silver Eagles. Ein Schokoriegel ist auch immer nice. Ein Voxophon. Klar, hör mal an. Oh. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung haben Hallo, wir auch die Sally. weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Ich will in deine Arme. Okay, hier ist ein Quarantänebereich und der Typ, der leidet schon unter Rassismus, ne? Ein schwarzer Arbeiter, der hier die Drecksarbeit macht. Und anscheinend ist was in dem Turm drin, was den Arbeitern Angst macht. Und in dem Turm, da befinden wir uns gerade. Ach, guck mal, da funkt's zwischen uns. So. Aha, Tabellen. Vox Populi Crime Board. Ich habe mal ein bisschen auf Wikipedia gelesen. Also es gibt hier in Bioshock Infinite zwei Gruppen. Es gibt die Vox Populi, das gemeine Volk quasi, und die Gründer. Und die bekämpfen sich halt. Und die Vox Populi, da zählen auch die Schwarzen dazu und Chinesen und was auch immer. Und quasi die mehrheitliche Unterschicht, während die Gründer halt unter wenigen weißen, reinrassigen Leuten besteht. So, und natürlich, okay, was haben die denn? Mord, versuchter Mord. Ach, guck mal, 15, 20, ja, nett. Verletzung, Dacoity? Keine Ahnung. Ah, das ist so der Jahresvergleich und dann Anstieg oder Abstieg. Was ist denn krass angestiegen? 13 AO. Keine Ahnung, was das ist. Verschiedenes, Diebstahl, Rob ja, okay, so Zeug. Ah, interessant, okay. Was liegt denn hier noch? Schreibtisch durchsuchen. Alles mitnehmen. Was ist das? Okay, Fingerabdrücke. Morphologie. So, das ist so der Größenvergleich. 1, 5, 11 und 17. War es eigentlich ganz kontinuierlich angestiegen. Relativ. Okay, oh. Draußen war es nur eine 12-Stunden-Quarantäne. Hier jetzt 72 Stunden. Und Lutez. Auch wieder hier der Name. Das ist der Oberwissenschaftler hier. Sprich nicht mit dem Wesen. Okay, gehen wir mal rein. Schalter. Ein Rätsel. Wozu die wohl gut sind. Oh. Hä? Ach so, eine Umfärbung für den. Okay. Die Alter 4 und das war der Begleiter da. Alter 11. War so ein Poetry-Buch. Der und. Menage. Keine Ahnung, womit ich das übersetzen soll. Okay, interessante Objekte. Gehen wir weiter. Es sind auch gar keine Leute hier. Achtung, da ist Gefährde. Oh, hier können wir auch rein. Nochmal dasselbe Board. Oh, super, Verdammt, was machen die mit ihr? ich liebe solche Stühle. Oh boy. Okay, im Waschbecken, das alles schön steril ist und so. Hey, Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zip von allein. Ich kann nicht. Oh Gott. Oh, da passiert irgendwas. Was? Okay, ich glaube, das war's mit dem Arbeiter. Okay, hier haben die vom Alter des.
Wesens, hat so frauenhafte Schemen. Jeweils bei dem jeweiligen Altersschnitt Blut, Haare und Nägel entnommen. Also gerade wegen der DNA würde ich mal tippen. Okay, ist ja interessant. Geh mal in den Rotlichtraum. Es handelt sich tatsächlich um ein Mädchen. Alter, voll die Stalker-Fotografie. Also, das könnte ja genauso gut so ein Pädophiler gemacht haben. Die beobachten sie. Oh, nein, nicht Radio anschalten. Nein. Hä, was ist hier drüben noch? So ein kleines Filmchen. Ja, dann lauf mal los. Oh, Schlossknackversuch. Ah, die hat versucht auszubrechen. Ah, verkackt. Investigating Codes. Aha, sie chiffriert irgendwie. Und das Objekt malt. Oh, Paris, der Eiffelturm. Was macht sie jetzt? Ja, okay, sie singt. Also hier einfach, was die ganze Zeit beobachtet haben. Ja, beleuchte mich. Okay, gehen wir mal weiter. Das nächste Boxophon. Nee, so, unser Arbeiter ist tot. Das ist jetzt von Comstock. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Alter, was sind das denn für geile Subwoofer, Mann? Da mal eine Lautsprecheranlage reinstellen. Okay, also Comstock spürt die Gefahr in all seinen Tumoren. Sehr schön. So, erstmal Aufzug fahren. Auf nach oben, ja. Wo geht's raus? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Anderes links, rechts. Ah. Testsubjektbeobachtung. Okay, dann machen wir auf. Ach, guck mal, das haben wir ja vorhin im Video schon gesehen beim Projektor. Was? Well done, the example phrase has been deciphered. Okay, ich glaube nicht, dass ich das Rätsel lösen könnte. Das sind ganz viele ganz komische Zeichen. Und da sind auch gleich die Schlösser, die sie versucht hat zu knacken. Okay, was? Testsubjekt Tracker aktivieren. Ein kleiner Raum. Da müssen wir hin. Okay, da ist sie gerade. Toll, dürfen wir gleich mal spannen. Oh, Junge. Oh, Junge. So, ist das hier? Ja, komm, mach auf. Ruhe, während das Objekt da ist. Es ist sie. Die hat was am kleinen Finger. Und sie träumt von Paris. Also sie sieht hier den Eiffelturm dreimal. Hinten groß im Bild, hinten klein im Bild. Da hat sie noch ein kleines Bild da bei sich. Und da ist sie weg. Okay, wo ist sie jetzt? Im Speiseraum. Aha. Okay, stalken wir sie einfach weiter. Haben wir gerade sowieso nichts zu tun, keine Gegner da und so. Das ist ein sehr kampffreier Part. Alles klar, machen wir auf. Ruhe. Nee, das ist doch nicht der Dining Room. Nochmal Eiffelturm. Und Zeichnungen von ihr, die sie wahrscheinlich als Kind mal gemacht hat. Was macht sie denn jetzt? Oh, so. Was ist?
hat's Glas angeschlagen. Oh boy. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Oh, es wird noch sehr interessant. Hier können wir nicht lang. Okay. Es geht nach oben. Boah, die wechseln die Räume aber echt häufig, Mann. Dieser Job wird immer mieser. Er wird immer beschissener. Okay. Ah, ein Voxophon. Okay, hören wir es kurz an. Von Lutess. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Aha, das Universum mag keine Vermischungen. Leute, guckt euch das an, Alter. Eine Riesenbibliothek. Oh, sie scheint die ganze Zeit eingesperrt zu sein. Ich meine, gut, bei so vielen Büchern, da verbringst du eh dein ganzes Leben da drin. Ach, du Scheiße. Können wir weiter? Oh ja, wir können schon weiter. Oh, ich dachte, wir müssen jetzt warten, bis die Bibliothek die weg ist. Nö. Okay, wir können trotzdem weiter. So, mach mal die Tür auf hier. Boah, ist das windig, Alter. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Okay, wir packen. Boah, wir sind am Kopf der Statue. Ach du Scheiße, Mann. Ja, mach mal auf. So, Tür muss geschlossen bleiben. Naja. Ah. Boah, sind wir so fett. Hallo. Hi. Oh, mein Rücken, Alter. Oh. Hey. Auf, schluss jetzt. Oh, sie schmeißt mit Büchern, was? Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg. Jetzt leg mal das Buch weg, was? Der... Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Oh ja, da sieht man es am Finger. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was soll... Oh, den haben wir am Anfang in der Box bekommen, den Schlüssel. Ja, geh nur. Was bist du denn? So ein Vogel. Naja. Was wolltest du uns schlagen mit den Prinzipien der Quantummechaniken? So kommt ihr raus. Sie wollte uns mit Bildung verprügeln. Ach du Scheiße. Was ist los? Das ist ja eine Scheißaussicht. Da sieht man gar nichts wegen den Wolken. Okay, ja, ich komme. So, mach mal auf. Kommen Sie hier lang. Ja, ich komme. Oh, Scheiße, Mann. Passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Oh, ich bin voll gegen die Lampe gerade gelaufen. Oh. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Dich retten und so. Alter, ist die klein. Oh, Scheiße, hier, alles stürzt ein. Das ist nicht gut, wenn so ein Turm einstürzt und man ganz oben ist. Warte, ich... Oh! Immer auf dem Rücken, Mann! Schnell! Alter, was war das? Oh, wir haben eine Waffe. Ich komm nicht voran! Also wie in so einer Schlafparalyse. Kennt ihr das, wenn man träumt, so einen Albtraum hat und irgendwas verfolgt an und man kann nicht wegrennen? Voll strange. Ah, hier haben wir noch ihr Schlafzimmer, haben wir vorher nicht gesehen. Okay, sie spielt zwei Instrumente. Sie haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Oh, das hat sie nicht bemerkt. Hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Oh, guten Tag. Hallo. Hi. Oh, vielen Dank fürs Weg freimachen. Wo muss ich denn lang? Die Treppe hoch, runter? Ich glaube hoch. Das Gebäude auseinander. Sei vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Ah, okay, wow.
Voxophone kenne ich, kenn ich daher. Okay, mach mal auf. Ah, okay, muss der starke Mann ran. Und. Was? Ja, scheiße, wir laufen jetzt quasi im Kreis, oder was? Toll, wir laufen im Kreis, was soll denn die Scheiße? Ne, wir sind auf der anderen Seite. Er bringt ja auch nicht. Oh, habt ihr gerade den Flügel gesehen? Ja, toll, wir, Scheiße, Mann. Aber wir haben ja noch unsere Skyhook. Oh, weg geht's. Oh, shit. Kann ich abspringen? Nee. Müssen wir weiterfahren. Jetzt fahren wir noch weiter im Kreis. Oh, ja, die ganze Statue geht kaputt. Nein! Oh, was für ein Bild. Was für ein Bild. Okay, wow. Ey, mir wird so unglaublich schlecht werden, wenn ich auf so einer Skyhook fahren würde, weil es so immer links, rechts hin und her gedreht wird. So, oh nein, scheiße, unser Ding geht kaputt. Oh nee, hat's da nochmal eine? Ach, Wasser. Wasser im Himmel? Oh. Was bist du denn? Gott. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Okay. Was wollt ihr von ihr? Wir sind wieder hier. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Erstmal Alkohol. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Gut, ich würde sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Das war eine sehr spannende Folge. Ohne Kämpfen, aber sehr interessant. Gut, also was mit Elisabeth passiert und so weiter, sehen wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hanspeter. Ciao.